Herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergie mit Medium, Intuitivheilerin und Seelenschamanin Britta C. Lambert. Bitte höre dir diese Botschaft bis zum Schluss an, hier bekommst du weitere Hinweise von mir. Fühle dich nun motiviert und inspiriert, dein volles Potenzial zu entfalten und tauche nun hinein in die Energie des Tages. Aloha zum Tagesimpuls vom 17. Juni. Unsere Tagesenergien sind wie folgt: das 10. Siegel Anina, hatten wir gestern auch schon. Dann haben wir das 2. Siegel Balanda. Und als drittes das 1. Siegel Anada. Wow, es geht so sehr darum, wirklich die Dinge, die uns wichtig sind, für die wir hier angetreten sind, um dieses Leben zu leben, auf die Erde zu bringen und darin, wie es auch gestern schon der Fall war, gestern ging es um den Ausdruck, im Ausdruck eben den Schutz und die Freude zu finden und heute geht es wirklich darum, das wirklich zu erden und uns von dem zu befreien, was uns abhält. Wir haben ja vieles übernommen, wie wir auch die Tage schon besprochen haben, beispielsweise von unseren Ahnen, die Last der Ahnen, das Leid der Ahnen. Ja, wir haben aber natürlich auch auf einer höheren Ebene Verbindung gelebt und haben da vielleicht einfach auch in diesem Zusammenhang, was unsere Berufung anbelangt, das Wissen, was unsere Seele in sich trägt, vielleicht auch den einen oder anderen Deal geschlossen. Jetzt kommt so, momentan sind viele Menschen unterwegs, also oder kommen viele Menschen zu mir und haben immer so die Frage, ist das die Dualseele, ist es der Seelenpartner? Und da ist jetzt ja immer die spannende Frage, was ist das überhaupt? Ja, man hat ja, oder viele haben diese romantische Vorstellung, die Dualseele oder der Seelenpartner, das ist der Teil von mir, der mich vollständig macht, den ich gesucht habe. Und wenn ich den gefunden habe, dann lebe ich absolute Glückseligkeit, dann lebe ich nur noch Harmonie. Und sobald dann eine neue Beziehung eingegangen wird und man ist am Anfang wahnsinnig verliebt und so, und dann denkt man, das ist der Seelenpartner und dann tauchen die ersten Konflikte auf und plötzlich macht sich dann Unsicherheit breit. Das ist das, was ich einfach oft beobachte. Ja, und solche Dinge, solche Impulse letzten Endes, um es vorwegzunehmen, wenn ich die Dualseele oder den Seelenpartner treffe und damit eine Partnerschaft, mit diesem eine Partnerschaft eingehe, dann heißt es nicht, dass das eine Einbahnstraße ist, aus der ich nie wieder rauskomme und dass ich das unbedingt bis zum Ende dieses Lebens durchhalten muss. Und es heißt aber auch nicht, also wenn man auf höherer Ebene verabredet ist oder etwas gemeinsam zu erfüllen hat, dann bedeutet das nicht, dass es eben nur einen Weg geht in intimster und innigster Gemeinschaft, um das zu tun. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten und Wege, wie man das eben ausdrücken und leben kann. Und das befreit eben auch den einen oder anderen. Und man darf auch wissen, dass das sehr häufig Arbeitsbeziehungen sind. Also dass nicht einfach nur darum geht, dann nur zu genießen, das natürlich auch, aber dass einfach etwas gemeinsam auch vollendet werden darf. Und die Seele weiß das. Ja? Anina hilft uns dabei, wirklich, wenn wir in Beziehung, darum geht es heute, zu einer anderen Person sind, zu einem anderen Menschen sind, auf Seelenebene, mit der wir vielleicht irgendwann einen Deal gemacht haben, einen Schwur abgelegt haben. Manchmal haben wir ja vielleicht in anderen Leben, sind uns Dinge abgerungen worden. Ja, man kann sich das oft gar nicht vorstellen, was da für Programme im System sind. Die klingen wirklich so abgefahren. Beispielsweise, mir fällt gerade eine Sache ein, dass ein hoher Priester von einer Frau, mit der er verheiratet war, in vielen, vielen Generationen, sie musste ihm schwören, dass sie niemals eine glückliche Beziehung führen wird, dass sie immer nur ihm treu ist auf Seelenebene. Ja, dann inkarniert diese Frau als Mann, als Frau, wie auch immer. Und was wir uns eben anschauen, ist ja in meinen Sitzungen immer das aktuelle Leben. Und dann hat die Frau einfach keine Möglichkeit. Es klappt einfach nicht mit den Männern. Es ist immer nur Drama, Drama, Drama. Es geht eigentlich immer nur um Manipulation, um Fremdbestimmung und so weiter. Ja, und jetzt sind wir eben auf dieses Programm gekommen, dass sie einen Schwur abgelegt hat auf Seelenebene damals einem Priester. Und wenn dann das im System ist, dann ist es natürlich schwierig, beziehungsmäßig in die Erfüllung zu kommen. Das kannst du natürlich jetzt auch auf die Berufung
übertragen oder auf die Gesundheit oder auf das Thema Finanzen. Oftmals sind es solche Dinge, die wir eben verabredet haben. Da geht es jetzt gar nicht, ob jetzt Dualseele ja oder nein, sondern um wirklich ja, Dinge, die man gemeinsam erleben möchte. Das Buch, ich habe es schon öfters angesprochen, von Neil Donald Walsh, Ich bin das Licht. Das spricht die kleine Seele eben zu Gott, dass es immer so langweilig ist, nur das Licht zu sein und dass sie andere Erfahrungen machen möchte. Und sie wählt dann die Erfahrung Vergebung. Und Gott sagt ja dann auch, das ist ja hier auf YouTube auch ganz wunderbar die Geschichte beschrieben, dann such dir halt eine Seele, mit der du was auch immer erleben kannst. Vergebung oder Hingabe oder was. Ja, und dazu muss natürlich dann etwas geschehen. Und wenn wir es schaffen, wirklich uns von solchen Seelenverträgen zu befreien, ich arbeite gerne so, dass ich sage, alles, was in meinem System ist an Verträgen, die geringer als Licht sind, ja, also die geringer sind, als dass ich einfach versprochen habe, immer dem Licht zu dienen und eben nicht der Dunkelheit, ja, die möchte ich aus meinem System gelöscht haben. Alles, was ich auf Seelenebene irgendwann mal fabriziert habe, was mir in diesem Leben nicht mehr gut tut und in anderen auch nicht. Ja, und dieses Befreite, die Seele wirklich befreit auf die Erde zu bringen, frei von irgendwelchen Sachen, die wir im System haben, die uns daran hindern, einfach das Leben so zu leben, wie wir uns das vorstellen, weil da irgendwas Altes noch ist, ja, was mit Beziehung zu tun hat. Und das ist heute Balanda, die Aufgabe von Balanda, uns zu helfen, uns von solchen karmischen Dingen eben zu befreien, wo wir einen Schwur abgelegt haben, ein Gelübde. Das ist auch unter Umständen vielleicht, wenn du verheiratet warst und geschieden bist und du hast eben dieses Gelübde, diesen Schwur noch nicht bewusst aus deinem System entlassen, dann hängt das natürlich auch noch im Energiefeld. Also gerade das schadet auf jeden Fall nicht, eben einen solchen Schwur, bis dass der Tod euch scheidet, eben zurückzugeben, aufzulösen. Es ist einfach Kraft der Absicht, Balanda chanten und von allen Versprechen, von allen Schwüren, von allen Gelübden, die geringer als das Licht sind oder dem Licht eben treu zu sein, so mache ich das, du musst gar nichts machen, das ist einfach nur eine Inspiration von mir, um das wirklich in die Auflösung zu bringen, damit deine Seele komplett frei ist, zu inkarnieren. Und dabei unterstützt uns Anada wirklich, dass deine Seele frei von Schwüren, von Gelübden, frei von irgendwelchen Versprechen, Verstrickungen voll und ganz auf die Erde kommen kann. Ob in diesem Leben oder auch in vergangenen Leben diese Schwüre und Gelübde abgesprochen worden sind. Ja, es reichen einfach auch nur Versprechungen oder Absichtserklärungen. Schau mal, ob du vielleicht irgend so was im System hast oder ob dich das einfach anspricht. Und meistens, wenn eines antriggert, dann hat man sowas. Und es ist nicht wichtig, dass alles ins Bewusstsein kommt. Ich sage immer, wenn es wichtig ist, dass es ins Bewusstsein kommt, dann wird die Seele, deine Seele dir das zeigen. Wenn nicht, setz einfach die Absicht, dass du dich von allem, was dich einfach hindert, dass deine Seele frei und rein 100% inkarnieren kann und ihres tun kann, dass das einfach aufgelöst wird. Dieses Bewusstseinsfeld, da nehme ich jetzt meinen Rauchquarz dazu, weil der Rauchquarz wirklich alles, was geringer als Licht ist, wandelt und uns hilft, das höchste Potenzial von uns auf die Erde zu bringen. Das Seelenbewusstsein Anina ist auch mit dem Rauchquarz ja verbunden. Ja, und dieses Feld initiieren wir jetzt gemeinsam mit allen lieben Verbundenen, wie immer. Om Anina, Om Balanda, Om Anada, Om Anina, Om Balanda, Om Anada, Om Anina, Om Balanda, Om Anada, Om Anina, Om Balanda, Om Anada. Ich wünsche dir einen ganz wunderbaren, fantastischen Tag, an dem du einfach voll und ganz in der Freiheit deiner Seele ankommst.
und dieses Leben für dich genießt und das mit anderen in Freiheit teilen kannst, ohne irgendwelches. Bis morgen. Wenn du mehr über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der 12 Siege erfahren möchtest, findest du unter diesem Video in der Infobox alle Informationen zu Britas Fernkurs Die 12 Siegel des Metatron. Werde Heiler mit kleinem oder großem H. Erlerne in Britas Fernkurs, wie du die Siegel bei dir selbst und auch bei anderen anwenden kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und die gechannelte Bedeutung eines jeden einzelnen Siegels. Abonniere jetzt kostenlos und unverbindlich mit nur einem Klick auf Britas Bild den Kanal, denn dann bekommst du automatisch eine Benachrichtigung, wenn Britta neue Videos veröffentlicht. Klicke rechts, wenn du Britas Gratiskurs Warum die Dinge so sind, wie sie sind, kostenlos und unverbindlich anschauen möchtest. Ich wünsche dir nun einen wundervollen, inspirierten Tag.